Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dead Synchronicity. Wir haben einen Generator in unseren Schuhen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall will Chris den haben. Chris? Hier, bitteschön. Ich hab den Generator, Chris. Großartig, Michael. Ich wusste, du würdest das schaffen. Ich starte kurz den Computer und schau mir den Bericht an. Als Chris den Laptop hochfuhr, entschied ich mich, die Füße für einen Moment hochzulegen. Ich war erschöpft. Mein Verstand versuchte, einen Sinn zu finden in den letzten Stunden meines neuen Lebens, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Die ersten Stunden nach meiner bitteren Geburt in diese neue Welt. Aber wie kann ich die neue Welt verurteilen, wo ich mich kaum noch an die alte erinnern kann? Das Einzige, was ich sicher wusste, war, dass wir auf dem Weg dahin etwas Wertvolles verloren hatten. Das Foto unseres Lebens hatte sich über Nacht in ein dunkles, verwischtes Zerrbild verwandelt. Die gesamte Zivilisation war in der großen Welle ertrunken und alles, was am Strand angespült worden war, waren ihre Überreste. Aber nein, ich mache mir selbst was vor. Ich war schon vor der Katastrophe verloren. In Wirklichkeit haben alle anderen Opfer der großen Welle mehr Glück gehabt als ich. Sie träumen immer noch davon, zu ihrem Leben zurückzukehren. Meins ist schon vor langer Zeit zerbrochen. Gibt es wirklich eine Chance, zurückzubekommen, was ich bereits für immer verloren habe? Welche Macht, welches Wunder könnte mir je eine zweite Chance geben? Michael, wach auf! Was ist passiert? Der Bericht, Michael, der Bericht. Ich bin ihn durchgegangen, während du geschlafen hast. Er ist unglaublich. Er übersteigt meine Erwartungen bei weitem. Du denkst sicher, ich bin wahnsinnig geworden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wäre es mit dem Anfang? Okay. Es ist der Punkt der toten Synchronizität. Das gesamte Universum verändert sich und wir werden es miterleben. Wir werden seine Zeugen sein und seine Opfer. Zeugen? Opfer? Wovon zur Hölle redest du da überhaupt? Punkt der toten Synchronizität? Es ist schwer zu erklären. Du bist Fotograf, also lass mich dieses Beispiel verwenden. Stell dir das Leben einer Person vor, in Fotos festgehalten. Bis jetzt und im Einklang mit den Regeln, die unser Universum beherrschen, waren wir alle gewissen zeitlichen Regeln unterworfen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das war alles, was es gab. Also würden wir als erstes ein Foto der Person als Neugeborenes finden. Dann ein weiteres am 6. Geburtstag, wieder eins an der Hochschule und so weiter. Dann würden wir Bilder von der Hochzeit der Person sehen, Kinder, hohes Alter, Tod. Alle in logischer, linearer und chronologischer Reihenfolge. Da sich unser Universum entlang einer einzelnen Linie bewegt, die in der Vergangenheit beginnt, einen kurzen Aufenthalt in der Gegenwart macht und dann in der Zukunft endet. Kannst du mir folgen? Ja, natürlich kann ich dir folgen. Und jetzt stell dir vor, dass diese ganze Architektur an Halt verliert, einstürzt, zerfließt. Stell dir vor, etwas oder jemand hat die Grundlagen unseres Universums beeinflusst, die Regeln des Spiels geändert und damit für immer das Prinzip der Zeit vernichtet, das Konzept von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, ich komme nicht mehr mit, Chris. Dann lass mich mit dem Beispiel von den Fotos weitermachen. Stell dir nun vor, ein Croupier würde die Aufnahmen nehmen, die das Leben einer Person zusammenfassen. Sie mischen und dann in einem Stapel auf dem Kartentisch platzieren. Was hätten wir dann? Es gäbe keine chronologische Linie mehr, Michael. Es gäbe keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft mehr. Jeder einzelne Moment, der auf diesen Fotografien festgehalten wurde, würde nun gleichzeitig am genau selben Punkt stattfinden. Und diesen Punkt nennen wir den Punkt der toten Synchronizität. Genau. Unsere Welt lässt ihre alten physikalischen Regeln zurück und kommt dem Punkt der toten Synchronizität näher, an dem die Zeit nicht mehr existiert. Sodass alle Phänomene und Ereignisse, die im Universum geschehen sind oder geschehen werden, aufeinander gestapelt werden, wie die Fotografien im Deck des Croupiers. Das klingt verrückt. Kann man so einem Bericht vertrauen? Absolut, Michael. Der Punkt der toten Synchronizität ist ein Fakt. Und das Schlimmste ist, dass wir uns ihm schneller und schneller nähern. Es ist nur noch eine Frage von Tagen. Bestenfalls Wochen,
bis das Universum endgültig in diesen neuen Zustand kollabiert. Die Zeit läuft ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und was hat das alles mit uns zu tun? Komm schon, verstehst du es immer noch nicht? Diese Veränderung der Architektur des Universums, diese Aufhebung der Zeit, ist der wahre Ursprung der großen Welle, der Zerflossenen und der Geburt der neuen Welt. Okay. Ja. Wir könnten jetzt nochmal die ganze Erklärung bekommen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Also, die große Welle wurde durch die Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität ausgelöst. Also, die große Welle wurde durch die Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität ausgelöst? Ja, Michael. Die große Welle war die erste Konsequenz der Annäherung unseres Universums an den Punkt der Totensynchronizität. Deswegen ist die Katastrophe überall auf dem Planeten zum selben Zeitpunkt eingetreten. Es war kein lokales Phänomen, es hatte globale Ausmaße. Es war das erste klare und deutliche Zeichen dafür, dass etwas falsch lief. Und es hat Chaos und Leid in die Welt gebracht. Das hast du ja selbst gesehen, seit du aufgewacht bist. Und was zur Hölle haben die Zerflossenen mit all dem zu tun? Laut dem Bericht sind die Zerflossenen immer noch ein großes Rätsel. Es gibt wenig Informationen zu ihnen oder der Krankheit. Was wir wissen ist, dass es sich um Menschen handelt, die für die Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität besonders empfindlich sind. Tragisch. Besonders empfindlich? Natürlich. Diese Verwandlung, diese radikale und allumfassende Veränderung der grundlegenden Struktur des Universums ist mit menschlichem Leben absolut unvereinbar. Wir sind dem Tod geweiht, Michael. Jeder einzelne von uns. Das ist ja schrecklich. Wie kannst du dir da so sicher sein? Wenn du logisch darüber nachdenkst, ist es offensichtlich. Unsere Körper sind das Ergebnis von hunderttausenden Jahren Evolution. Einer langsamen und beschwerlichen Anpassung an die Umgebung, das Universum und die Regeln der Physik. Wir nähern uns dem Punkt der Totensynchronizität, der Auslöschung der Zeit. Wir würden weitere hunderttausende Jahre brauchen, um uns an eine so drastische Veränderung anzupassen. Und was denkst du, wird mit der menschlichen Rasse passieren, mit jedem Einzelnen von uns, wenn dieser Prozess vollendet ist? Unsere biologische Struktur würde in einen Schockzustand verfallen. Jede einzelne unserer Zellen würde so gewaltig und grundlegend verändert werden, dass unsere Körper als braune Pfütze enden. Der letzte Beweis dafür, dass wir jemals existiert haben. Wir werden zerfließen, genauso wie diese armen, kranken Leute. In der Tat. Laut dem Bericht sind die Zerflossenen einfach nur Pioniere. Menschen, die ihrer Zeit voraus sind. Die Vorhut der Menschheit auf dem Weg zu ihrer endgültigen Auslöschung. Deswegen sind einige Fälle schon so früh aufgetreten. Schon vor der großen Welle. Ihre biologische Struktur kam der gigantischen Explosion um Stunden oder gar Tage zuvor. Und deswegen nehmen die Fälle exponentiell zu, je näher wir dem Ende kommen. Verstehst du das? Wir werden am Ende alle zu Zerflossenen werden. Das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du gesagt, es könnte eine Lösung geben, einen Weg, diesen Wahnsinn ungeschehen zu machen. Das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du gesagt, es könnte eine Lösung geben, einen Weg, diesen Wahnsinn ungeschehen zu machen. Ja. Und das ist der beste Teil dieses Berichts. Theoretisch, und obwohl das paradox klingt, Michael, bringt die Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität auch die Möglichkeit mit sich, die Dinge zu ändern, den Prozess umzukehren und zum Anfang zurückzukehren, bevor unsere Welt zusammenbrach. Und wie soll das gehen? Indem man zum Kern der Anomalie vordringt, das Herz der Totensynchronizität. Den Punkt, an dem die Zeit gerade erst beginnt, sich zu falten, bevor der Prozess abgeschlossen ist. Wenn man sich am Punkt der Totensynchronizität befindet, wo jeder Moment, der im Universum geschah oder hätte geschehen können, gleichzeitig existiert, warum sollte man dann nicht den Zugang zu dem Moment finden können, an dem jemand die Katastrophe ausgelöst hat und sie stoppen? Aber das ist doch völlig unglaublich. Redest du von Zeitreisen? Ja, von der Möglichkeit, unsere Vergangenheit zu erreichen, um unsere Gegenwart zu retten und unsere Zukunft.
Davon, die große Welle und die neue Welt in einen einfachen Albtraum zu verwandeln, der nie wirklich geschehen ist. Der Bericht spricht von der theoretischen Existenz eines solchen Zugangs zum Herz des Punktes der toten Synchronizität. Ein Zugang zu jedem einzelnen der Momente der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Universums. Und wenn wir durch diesen Zugang die Möglichkeit hätten, den exakten Moment zu erreichen, in dem alles falsch zu laufen begann und wir so die Dinge ändern könnten, dann denke ich, sollten wir uns in der uns verbleibenden Zeit einzig und allein darauf konzentrieren. Aber ich muss den Bericht weiter studieren. Ich bin mir sicher, es finden sich darin noch mehr Antworten. Und du musst mir helfen. Du sagst, der Punkt der toten Synchronizität ist die Ursache des ganzen Chaos? Dass unsere einzige Chance auf Rettung eine hypothetische Zeitreise ist? Oder wir sonst alle vernichtet werden, wie diese armen Zerflossenen? Das ist richtig, Michael. Daher sollten wir uns so schnell wie möglich an die Arbeit machen. Übrigens erwähnt der Bericht noch etwas anderes Interessantes über die Zerflossenen. Und was? Es scheint, als würden die Kranken bei ihren Visionen während ihrer Reisen zu den unterirdischen Straßen eine seltsame Beziehung zueinander aufbauen. Als würde die Krankheit sie vereinen, unabhängig von der Distanz in der physischen Welt, die sie trennen mag. Der Bericht ist zu diesem Punkt sehr schwammig, aber es scheint, als ob die Zerflossenen vereint sind, miteinander verbunden. Mein Gott, das kann nicht sein. Jetzt passt alles zusammen. Alles ergibt Sinn. Bitte! Aufhören! Und mein Kopf! Emily meinte, ich soll dir sagen, dass wir verbunden sind, Michael. Wir sind verbunden! Michael, was ist los? Chris, bereite einen Test vor. Schnell! Aber wofür? Du denkst doch nicht, dass du auch... Nun mach schon! Okay. Reich mir deine Hand. Der Test ist positiv. Michael, du bist krank. Du bist ein Zerflossener. Nein, das kann nicht sein. Nein! Nein! Michael, wach auf! Emily? Emily? Bist du das? Bitte, Michael, wach auf! Wach auf! Bist du das wirklich? Wo bin ich? Ja, Michael, ich bin es. Nun bist du hier. Auf den unterirdischen Straßen. Oh nein. Was? Nein! 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 Tut mir das nicht an, Entwickler! Kommt ein zweiter Teil? Wie verdammt unfair ist das? Mann! Mann, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was mit Michael ist. Ich will wissen, warum er jetzt plötzlich hier ist. Okay, Freunde, das war Dead Synchronicity. Offensichtlich ist das Spiel hier zu Ende. Zumindest dieser Teil des Spiels. Ich muss mich echt schlau machen, wann und ob dann zweiter Teil kommt. Ich hoffe echt, es kommt ein zweiter Teil. Die können mich jetzt nicht so sitzen lassen. Und vor allem nicht euch. Ja, was haben wir jetzt rausgefunden? Wir selbst sind ein Zerflossener. Ich hab's ja bereits befürchtet oder vermutet. Einfach weil die ganzen Einzeichen da waren. Dass er, der Kleine gesagt hat, dass wir miteinander verbunden sind. Dass er diese Visionen hatte. Aber was mich schon sehr stark wundert, ist die Tatsache, dass er so überrascht ist über das Thema Zeitreisen. Da er selbst eigentlich die ganze Zeit schon in der Zeit gereist ist. Und zum Schluss hin beim Generator die Vergangenheit sogar geändert hat. Ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr noch weitere Ideen und Theorien zu dem Ganzen habt. Was könnte der Auslöser dafür sein, dass die ganze Katastrophe passiert ist zum Beispiel? Weil Chris hat das jetzt so erzählt, als wenn er glaubt, dass vielleicht eine Person dahinter steckt. Das glaube ich aber nicht. Warum sollte eine Person sowas machen und vor allem wie?
Und meine Theorie bezüglich den Verflossenen ist ja wirklich die, dass diese große Straße, da wo alle Zerflossenen hinkommen, das ist ein Ort, an dem es keine Zeit mehr gibt. Das heißt, das ist im Prinzip die Weiterentwicklung. Der Mensch an sich verfließt oder zerfließt als körperliche Darstellung, lebt dort aber als zeitloses Wesen weiter und dort gibt es einfach nichts mehr wie Zeit, da gibt es auch nichts mehr wie Entfernung oder physische Begrenzung und deswegen sind alle miteinander verbunden. Das ist jetzt nur meine Theorie, dass das Ganze im Prinzip gut für den Menschen ist, also gut unter Anführungszeichen, dass das vielleicht die nächste Evolutionsstufe ist und der Mensch sich vielleicht gar nicht davor fürchten muss, sondern es ist das nächstbessere Übel, kann man es jetzt nennen, weil besser als jetzt die neue Welt, aber vielleicht schlechter als die alte Welt, wer weiß. Das ist aber zumindest eine der Theorien, die ich mittlerweile aufgestellt habe. Aber was mich jetzt doch fasziniert ist, dass Michael ja offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der ganzen Sache spielt. Er ist ja von seiner Frau, von Emily, ständig darauf hingeführt worden, dass er ihnen helfen kann. Wie das jetzt passieren soll, keine Ahnung, vielleicht muss er ja doch irgendwie noch diese Zeitreise auf sich nehmen, weil er ist ja, glaube ich, noch nicht zerflossen. Er hat ja jetzt gerade nur eine Vision und deswegen ist er dort, deswegen ist er auf dieser Straße. Aber ich glaube, zerflossen ist er noch nicht und wenn doch, dann wäre das Spiel ein bisschen seltsam zu spielen, so durch die Gegend fließen, das wäre ganz lustig. Aber ich glaube ja eben, er wird in der nächsten Episode, im nächsten Teil zurückkehren, als Mensch immer noch, aber unter einem gewissen Zeitdruck. In zweierlei Hinsicht. Er muss schauen, dass er nicht zerfließt und er muss schauen, dass er rechtzeitig die Anomalie erreicht. Mal sehen, wohin das Ganze führt. Sonst möchte ich auf jeden Fall sagen, das Spiel finde ich unfassbar interessant. Ich mag ja generell so Science-Fiction-Geschichten, die ein bisschen so mit der mit physikalischen Ereignissen spielen, mit theoretisch möglichen Ereignissen, die vielleicht etwas weit hergeholt sind, aber sich durchaus erklären lassen. So ähnlich wie zum Beispiel, wie heißt der Film jetzt? Interstellar, genau. Wer den gesehen hat, ist Science Fiction, aber in der Theorie wäre es so oder in ähnlicher Form möglich. Das finde ich immer ganz spannend und faszinierend. Falls mir gerade ein Physiker da draußen zuhört, es würde mich echt interessieren, ob diese Theorie mit diesem Nullpunkt, mit dieser toten Synchronizität, ob das tatsächlich eine physikalische Theorie ist, die so auch existiert. Da kenne ich mich viel zu wenig aus. Also, wenn du Physiker bist, dich gut mit Physik auskennst oder vielleicht sogar Nobelpreisträger, sag mir bitte unten in den Kommentaren Bescheid, ob es dieses Thema in der Physik tatsächlich gibt. Das war's von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und auch an alle, die fleißig kommentiert haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand irgendwie seinen Senf dazu gibt, denn Senf passt überall dazu. Außer zu Kuchen. Mein Name ist Taco. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.